So, neue Aufnahme hier. Jo, Leute. Meistens dabei. Heute scheiße ich mir hier richtig in die Hose. Ich zeig mal das, was so damit auf sich hat. Also vor uns hier das Ding, das da neben diesem Block steht, ne? Ja. Wenn du da jetzt ein paar bisschen drauf rumspringst, dann spawnt er. Ja. Oder laut bist. Genau da. Da. Also genau da dann. Ja, in der Nähe. Dann gräbt er sich aus dem Boden. Okay. Und ich war hier halt noch nie in so einem Boden. Guck, du hast ein Geräusch von dir gegeben. Jetzt schreit er einmal. Und wenn er es nochmal tut, dann. Ah! Ah, jetzt spawnt er. Es ist dunkel. Wo ist er? Er spawnt. Ich will hier nicht sein. Lauf weg. Ich will hier nicht. Lauf weg und sneake. Weil er kann nicht riechen und hören. Ich sehe nix! Kann mich riechen und hören? Willst du mich verarschen? Sind wir hier bei irgendeinem Restaurant-Tester oder was? Und er kann so einen Strahl auf dich werfen, wenn du in Sichtweite bist. So ein Traktorstrahl oder was für ein Strahl? Nein, macht auf jeden Fall 7 Herzen Schaden, oh, obwohl du Full Narrate hast. Das heißt, der One-Hitted mich in Iron-Rüstung, wenn ich es richtig höre. Cool. Ist ja wie ein Creeper, der explodiert, okay. Und wann despawnt er wieder? Dann, wenn er nichts findet. Aber ich glaube, der ist gar nicht gespawnt, der hat nur geschrien. Auf jeden Fall ist das hier die neue City. Und hier ist. Ich bin gerade nicht bei dir. Ich bin noch an diesem Schrieker dran da. Das ist ja ein Riesenbiom. Hm. Also wir haben auch große Biome an, aber. Und hier ist halt diese City und hier sind ganz viele Kisten. Oh. Und hier gibt es auch dieses neue Enchantment für die Hose, wo du einen Swift Sneak hast, wo du dann schnell sneaken kannst. Ja, Leute, dann gehe ich jetzt in die City Wizard an. Immer schön sneaken. Weiß ich komm nicht. Ich nah runter. Mal das jetzt ist. Kann ich nicht einfach ein Wasser einmal platzieren und so runterkommen? Wasser ist auch laut. Fuck. Wie komme ich denn da runter? Und hier gibt es auch die coolen blauen Laternen. Wo bist du? Wo bin ich? Wo? Also ich bin jetzt in der City drin. Alter, ich bin richtig angespannt hier gerade. Ich nicht. Junge, das ist ja voll so ein großes Ding. Das ist ein Riesenbiom. Ja. Oh mein Gott. Wenn ich auf Wolle laufe, ist okay, ne? Ja, solange da keiner von diesen Tentakelviechern ist, kannst du so laut sein, wie du willst. Ich weiß ja nicht, ob hier ein Tentakelvieh ist. Ich sneak jetzt einfach die ganze Zeit. Das ist mir alles egal, wenn ich ehrlich bin. Ich lauf gerade auf Wolle rum. Ja, hier hat einer geschrien. Okay. Dann muss ich ja vorbei. Ja, ganz viele Sette, so ein Sensor. Ich bin jetzt in der Mitte bei diesem portalähnlichen Ding. Was passiert, wenn ich hier eine Kiste öffne? Oh Gott, was ist das? Er gräbt es bei mir aus. Scheiße. Was ist das? Schnell weg. Wait, du sagst, er kann mich riechen, ne? Ja. Also immer schnell weglaufen. Hier nicht sein. Können auch mehrere spawnen. Was? Am Arsch. Ja. Und er droppt auch nichts und hat mehr Leben als der andere. Ich hab
hat eine Kiste geöffnet, war nur ein Goldapfel drin. Fühl mich verarscht. Ah, bei mir war ein Schallplan drin, was soll ich denn sagen? Ich will hier einfach nicht sein. Da sind die. Warum? Aus. Aber hier laufen auch keine Mobs rum, ne? Nee, der One will ja alle töten. Und diese Blöcke, die du ja überall siehst, diese schwarzen, die geben dir halt auch Level. XP. Ganz ehrlich, wenn man hier einmal krepiert, die Kiste, die ganze Zeit Raketen schießt, die wirst du ja nie wieder looten können. Die wird den ja die ganze Zeit aufschrecken. Nee, wenn du musst ja nur ein bisschen warten, dann despawnt das, weil es nicht geladen ist, sondern. Das ist ja einfach weiter. Und diese Dinger, die den ja praktisch tracken. Also die Sounds tracken. Kann ich dich einfach kaputt schlagen? Kann ich dich einfach abbauen? Ich glaube, die sind unzerstörbar. Oh, fair. Aber es ist jetzt erst eine Kiste gefunden. Ah, doch, kann man kaputt machen. Okay. Soll ich einen mitnehmen? Weil nein! Ich will sowas nicht bei uns zu Hause haben! Scheiße, wir spawnen. Er läuft mit der, ja. Den noch nicht gesehen, noch nicht einmal. Er ist jetzt immer nur gehört. Ja, das ist fast ein Horrorspiel. Ich hab so viele gerade ausgelöst. Wie, du hast mehrere ausgelöst. Ich musste weglaufen, weil der in mir gespawnt wäre. Ich gehe eine Kiste looten. Oh. Direkt neben der Kiste ist so ein Geräuschsensor. Ich raste aus. Okay. Scheiße, oh, fuck. Riecht mich. Was ist denn Echo-Schad? Alter, ich werde mich doch gleich so erschrecken. Oh mein Gott. Fuck, 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 fuck. Ich will hier nicht sein. Das Spiel ist ganz gut zu mir. Ich will hier einfach raus. Ich will nicht sterben. Die Welt ist ein schöner Ort. Ich höre noch einen. So, was habe ich denn eben aus der Kiste gezogen? Ich habe eine Diamanthose aus der Kiste gezogen. Ihre. Ja, er hat sich wieder eingegraben. Perfekt. Und ich habe Echo-Shards daraus gezogen. Was können die? Keine Ahnung. So, dann sneak ich mich jetzt mal woanders hin. Aber war ja klar, dass bei diesem riesen Biom mit den Lush Cave, dass da noch sowas sein muss. War ja klar. War ja nicht irgendwie nett und freundlich. Nee, nee. Wait. Das ist so ein Geräusch. Das Herzschlagen? Nee. Das Riechen? Nee. Ich sehe ihn nämlich. Ach, du siehst ihn. Ich sehe ihn mal wieder nicht. Von mir ist er nämlich nicht. Aber dann ist er ja gut, dann ist er ja bei dir.
Fuck, er läuft mir zu. Nein! He's coming. Coming home. It's coming home. Coming home. Ich sehe so viele Dias, ne? So, da vorne steht er. Ich höre seinen Herzschlag. Jetzt verpisst er sich wieder. Aber wir haben es jetzt kein einziges Mal gesehen. Ich drück auch so lange schon sneaken, dass mein kleiner Finger gleich abfällt, Alter. Das tut so weh langsam. Ich muss echt entsneaken, aber ich will's nicht. Bin ich jetzt was das so verkehren? Nee, warte mal. Den Boden kann ich eben einfach töten, ja. Wait. Hat gesehen? Wait. Wait, was ist hier los? Da, unten ist er. Der schwankt ein bisschen. Hat sich ja betrunken. Ich würde schon feiern, wenn er jetzt zu dir geht. Obwohl er sich den ausgelöst hat. Ich würde das überhaupt nicht feiern, wenn er zu mir geht. Deine Reaktion wäre schon cool. Meine Reaktion ist doch die ganze Zeit verangespannt hier. Ich höre ihn halt noch Herzschläge und deswegen bewege ich mich gerade einfach nicht. Ich höre gar nichts. Nix mehr Herzschlag. Ich höre ihn halt auch. Bist du bei dir blauen Wolle oder wo? Nee, der muss dich riechen, nicht mich. Bist du eher so mittig, so diesem Portal-Ding da? Nee, nee. Ich tower mich gleich einfach hoch. Irgendwas riecht da, aber ja. Ich schau mich nicht an, er schaut auch was anderes. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Hörst du das nicht, oder was? Nö. Dieses Rum, Drum, Drum. Nö. Und dann immer. Ah, jetzt läuft er dahin. Oh, jetzt ist er außerhalb. Ist er noch da? Woher rieche ich noch irgendwas witzig? An welchen Koordinaten bist du denn? Ich sehe ihn von 1165 und 6563. Also ich bin mal 1141 und 6512. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Nö. Wait. Scheiße, ich habe Geräusche gemacht. Ja, er ist eben weggelaufen. Ja, sehr, sehr angespannte Folge. Ich glaube, mit Facecam wäre es lustiger. Wenn ich fitter wäre, hätte ich die auch an. Wenn die Dias holen, ich sag's ist es. Na, die Dias sehe ich auch. So drei aneinander und da so ein Zweier aneinander. Den Zweier, also ich sehe einen Zweier aneinander und so einen komischen Turm mit Holz in der Mitte da. Boah, ich würde auch gerne die Kiste holen, die ich da sehe. Oh, ich sehe dich. Hallo. Hallo. Und was Spannendes in der Kiste? Ja, die ist neue Ding da. Das neue.
Was sauberen Huschen. Nice. Cool. Bist du gar nicht bei mir, ne? Sagst du es, ich werde hier auch nicht mehr weggehen. Ich will hier einfach weg. Du hast Glück, guck mal, was ich in der Hand habe. Wieso? Ich sehe es nicht. Da ist ein Block vor. Ja, cool. Können wir mit nach oben nehmen? Du hast ihn getriggert. Nö. Ich will hier raus. Schön, nur die Schrieke, aber hier ist kein Block. Kannst du, warte, ich kann dich dirigieren zu einer Kiste. Ich lauf mal nach rechts. Also, da wo du eben warst, lauf doch mal nach rechts. Da wo du eben warst, lauf da mal. Ja, geradeaus, 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 geradeaus. Stopp! Nach links? Da geradeaus rein. Aber Achtung, da ist ein Geräuschsensor. Da ist eine Kiste. Die wollte ich looten gerade. Perfekt. Was ist da drin? Die wollte ich looten. Name Deck. Wow. Und was noch? Ein Schalksensor, zwei Bücher, ein Sattel, golden Armor. Alles klar. Eine Leine. Können wir bitte einfach irgendwo anders hin? Bitte? Ich hole mir noch die Dias, die ich da hin gesehen habe. Alles klar. Ja, Leute, ne? Haben wir heute ein paar Wurden zu erschreckt und Mathis hat den einfach gar nicht gesehen. Da oben sind zwei Soundsensoren nebeneinander. Das ist ja egal, wenn diese Schrieker müssen sich halt erkennen, diese anderen, diese Tage Viecher. Ich glaube, dann kann ich gleich nach Hause gehen. Guck, die Dinger vor uns hier, die da. Ah, da ist noch einer. Der riecht noch. Wo? Vor uns. Das Herzschlange, hörst du? Jetzt. Ich will hier weg. Ja, ich gehe wieder da hoch. Hier, dieses Wasser hoch. Ich will hier weg. Ich will hier einfach nur noch raus. Ich sag's dir, wie es ist. Ich kann nicht über 13 Blöcke an. Geil. Über 13 Blöcke, fair. Oder waren sogar noch mehr, glaube ich. Und die erst will ich mir noch holen. Muss ich nur wieder runter. Das ist ein tolles Spiel. Und ich sehe auch noch eine Custom-Struktur mit drin. Ja, was ist denn das für ein Geheul? Was? Ja, du, keine Ahnung. Oh, ich höre ihn laufen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ah, leider kann ich dir nicht pingen, aber ich sehe ihn halt. Wenn du bei mir stehst und nach links unten guckst, in diesem Gang, da läuft er. Ach, da! Da läuft er! Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn! Ui! Ui! Memo, sieh mal! Wie meinst du das? Custom-Struktur? Sieht die City sonst nicht so aus? Nee, da hinten ist irgendwo blaue Wolle gewesen. Ja. Und die gehört ja eigentlich nicht hin. Ach, das meinst du. Und ich will eigentlich zu diesem mittleren Ding und da die Kiste looten. Beim mittleren Ding war ich doch eben schon einmal und hab die Kiste gelootet, da war ein Goldapfel drin. OP-Goldapfel? Nee, normaler. Warum despawnt er nicht?
Alle anderen sind auch despawned. Was passiert, wenn ich den mit einem Bogen anschieße? Von hier aus kannst du ihn töten. Das ist ja lame. Du kannst auch ein Wassereimer vor ihm platzieren und kann einfach nicht nach vorne laufen. Und dann halt die Endzeit abspawnen und dann stirbt er. Geht das hier noch weiter, ne? Ja. Ach komm, Jolo. Das dachte ich mir auch gerade. Kiste Scheiße. Oh fuck! Oh Instant. Fuck! Instant! Ich will hier weg! Weg, 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 weg. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix, ich seh nichts. Ich seh einfach gar nichts. Ich schwimm nur nach oben die ganze Zeit. Junge! Ui, 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 ui. Oh, Bruder. Bist du noch unten? Ja. Ich glaube, das ist bei mir. Na, hier ist noch einer. Der ist bei mir. Fuck. Ich stehe halt im Wasserfall. Ich komme hier halt nicht weg. Bruder, mach jetzt keine falschen Faxen. Bitte. Bitte. Bitte lass mich leben. Verpiss dich einfach. Nein, er lasert. Der ist direkt neben mir! Er ist direkt neben mir! Nein! Oh, du bist gestorben. Das ist nicht so gut. Er lasert. Er hat mich gelasert. Trau mich jetzt halt nicht weg. Ja, Er läuft halt unten noch rum. Ja, die Schockmomente für mich sind immer die, wo man dann doch nichts mehr sieht. Ich bin in der Wand, warum auch immer ich hier bin. Nein! Nein, 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 nein. Hat er sich jetzt eingegraben oder ausgegraben? Ausgegraben. War das jetzt nicht so förderlich, dass wir beide einfach YOLO runtergesprungen sind? Ich glaube, das war egal. Meiner hat sich eingegraben auf jeden Fall. Ich musste halt kurz in Game Mode gehen, damit ich nicht sterbe, weil ich in der Wand war. Aber ich gehe da jetzt auch wieder raus. So, ich bin unten. Mal wieder. Ah, hier sind wir. Hier war ich eben schon. Weiß nicht, wo ich bin. Alter Schwede, ey. Ich hab mir eben so fast in die Hose gemacht, ey. Einfach alles dunkel, viele Geräusche auf einmal. Komplett am Durchdrehen. Der, wie kann ich denn hier oben spawnen? Ich schau mir das gerade an, Game of 3, ne? Wie kann ich denn hier oben spawnen, wenn ich mich da unten eingebaut habe? Das ist ja weird, der Kiste, ey. Sagst du, es ist? Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein,
Nein, ist jetzt wieder ganz nach oben, oder wie? Ich bin jetzt wieder ganz nach oben geschwommen. Bin ich bescheuert, Alter. Das sah sehr witzig aus. Zum Glück bin ich in Game of 3 gegangen und hab mir angeschaut, wie das bei dir aussieht. Junge. Das muss ich mir unbedingt später mal bei dir angucken, wie die Folge online ist. So, Leute, hier sehen Sie einen Sworden. Junge. Alter. Diese Cave, wie riesig die ist. Ja, Leute, da war ja gar nicht Weihnachten, als wir den Warden gefeiert haben. Haben wir noch gar nicht gefeiert. Ich habe mir die Hose gemacht, Alter. Oh, die Diamanten, da hole ich mir jetzt aber noch. So, Scheiß der Warden ist auch weg. Na gut, ich bin natürlich Water Energy Profi. Nee, Digga. Ja, komm, fick dich doch. Geh mir doch nicht auf die Eier, du scheiß Missgeburt, Alter, du Kackworn, ey. Nerv doch wem anders. Ach, da unten ist ja wieder einer. Ja, ich habe da eben die Diamanten abgebaut und ist dann neben mir gespawnt. Dachte ich mir so gut. Ne? Ja, riech mich doch. Ich zeig dir meine spielerische Überlegenheit. Wie schnell? Schwamm. Komm doch. Greif dich an. Komm doch. Oh mein Gott. Komm doch. Riech mich doch. Mach dich fertig. Kannst ja eh nicht hochschwimmen. Du Losche. Ja, jetzt habe ich es ihm gegeben. Jetzt habe ich ihn beleidigt. Seine Gefühle verletzt. Junge. Geh jetzt gegen den Zombie hier kämpfen. Aua. Hier ist eine Diamanthacke mit EV4, Haltbarkeit 3. Ist gar nicht Sternmorns durch Lava? Ich glaube nicht. Ich glaube, die graben sich einfach ein. Die sagen sich dann so, ja, fickt euch doch, tschüss. Sehr sicher. Herr Leute, vielleicht sah es für euch jetzt wie Cheaten aus, aber ich fand es einfach zu witzig, mal das da zu folgen. Um das mal anzuschauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Mal dieses Huschen. Das bedeutet, wir können jetzt schnell sneaken. Ich habe ihn mit Pfeil und Bogen abgeschossen. Du Loser worden. Du kannst gar nichts. Ich habe dich immerhin schon gehittet und du mich noch gar nicht. Der 5000 Leben, ne? Ja, und was wir jetzt machen? Dein Herzschlag ist ganz schön schnell. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Sein Herzschlag ist sehr schnell. Ja, vielleicht ist er endlich verliebt. Geil. Schon immer eine Beziehung mit einem Warden führen. Coole Sache.
Jetzt mal angenommen, dadurch, dass ich den ja gedamaged habe, wie lange bleibt er jetzt getriggert auf mich? Lange, wie er dich riecht. Was ist denn seine Geruchsdistanz? Ich glaube 14 Blöcke. Oh, sein Herzschlag wird langsamer. Ich will gerne irgendwie noch die Dias mitnehmen. Hier sind Emeralds. Cool. Emeraldus. Oh, cool, ein Zombie-Villager. Ah, Leute, ich bin mal lang, war mir Feuer, oder? Wait. 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 Moment. Warum? Bevor du die Folge beendest. Moment. Ja. Ich glaube. Was glaubst du? Also ich kann es dir erst gleich sagen. Stronger oder was? Ich glaube tatsächlich, dass hier noch so ein zweites Biom sein muss von den Warden. Weil hier sind wieder diese komischen Blöcke. Und so. Das sieht sehr verdächtig aus. Aber das kann man ansonsten auch von anders erkunden. Wait, nein. Ich dachte zuerst, weil es so offen auch sei, dass ich da schneller einen Eingang zu finden, aber da muss ich mich reingraben. Und um ehrlich zu sein, habe ich keinen Bock, mich bei sowas reinzugraben, weil da vorne so ein, also das spawnt so ein Vieh, was mich one-hitten kann. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also versteh mich nicht falsch, ich lasse mich gerne auch mal in Spielen one-hitten. Besonders von Schrotflinten oder Snipern in Modern Warfare, aber aber es gibt auch Bereiche, da reicht es dann auch, ne? Also ja, League of Legends ist ja auch so ein Thema für sich. Und schon. Das ist ein Spitztank. Das ist weird, gewonshottet zu werden. Ein Tanker. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich port mich jetzt nach Hause. War es lang genug unterwegs, dann beende ich da die Folge. Ah, ich hole mir, glaube ich, hast jetzt du, noch. Hast du noch ein Homepunkt hier in den Biomen gesetzt? Ja, da in diesem Clay-Ding, wo wir am Anfang waren. Achso, ja, stimmt, das ist ja in der Nähe. Ganz viele Kerzen sind hier. Ach, alles klar. Slash Home. Ah ne, ist ja anders. Slash Spawn. Das Bluto! Woo! Ja. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben es überlebt. Ich bin nicht durch den Dings gestorben. Juhu! Ja! Ich schon. Hast du für mich auch nochmal so ein Ding mit schneller Sneaken? Sneaken? Da. Herzlichen Dank. Da unten kannst du noch ein Dio sammeln. Also musst du erst traden für. Ja, hab ich doch alles schon. Protection und Smith Sneak. Nice. Ui, jetzt bin ich beim Sneaken genauso schnell wie beim Laufen. Ui. Schau mal das hier von EFI4. Ja. Nice. Leute, sehr, sehr cool. Wir haben ja auch unsere Trophäe. Wir waren da. Angenommen, du stellst jetzt so ein Ding hier hin, womit man den beschwört, also was, wo der halt spawnen könnte. Würde der dann bei uns spawnen? Habt ihr nicht. Habt ihr den nicht mitgenommen? Achso. Ich habe meinen nämlich auch weggeschmissen. Na, warte, damit er noch ein bisschen authentischer aussieht. Moment. Verbreitet sich aber jetzt nicht, oder? Wäre cool.
Aber es gibt ja Level. Ja, aber es gibt auch diese Formen, die du dann, die sich dann verbreiten, oder nicht? Ja, ich weiß noch nicht mal welcher, also ob es der war oder der andere. Das gibt so komische Geräusche von sich, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Was? Und was können die? Nee, warte. Was können die? Oh, ich auch einmal. Echo-Scherbe. Naja, okay. Dann bis demnächst. Ciao, ciao.